In Sichtweite der Langwitzkirche steht in einem Copyshop eine Kopie des Kirchenbaus aus Lego. Das markante rote Gebäude ist detailgetreu nachgebildet. Stellt sich die Frage, wie lange der Ladenbesitzer an dem Duplikat baute. Diese Frage ehrt mich sehr und ich werde auch oft gefragt, haben Sie das gemacht? Diese Kirche, die ist in Langwitz gebaut worden, also der Erbauer ist ein Langwitzer. Er sagt mir, er hat über ein Jahr daran gesessen, hat erst mal wochenlang fotografiert. Anschließend hat Ralf, wie der Erbauer heißt, über 40.000 Steine für die Kopie der evangelischen Dreifaltigkeitskirche verbaut. Für Heinz-Josef Kirschbaum ist die Leihgabe ein Glücksfall. Ich bin froh, dass das hier steht. Es kommen jeden Tag Kinder und gucken sich das an. Und dann muss ich mal so am Rande sagen, muss ich das Fenster nicht so oft dekorieren. Beziehungsweise gar nicht. Ich muss nur die Kirche ein bisschen sauber halten und muss ab und zu das Personal ergänzen, weil es kommen Kinder und da ist ja so eine Hochzeitsgesellschaft dran und dann fehlt dann auch mal eine Figur. Das ist aber nicht so tragisch. Die Kopie des 1906 fertiggestellten Kirchenhauses begeistert den Ladenbesitzer auch deshalb, weil sie mit viel Geduld und Präzision gebaut wurde. Eigenschaften, die auch mit seiner eigenen täglichen Arbeit zu tun haben. Mein Großvater war Setzer, mein Vater hatte eine Firma Druckvorstufe, ein Offset-Studio. In meiner ganzen Laufbahn habe ich am liebsten immer die praktischen Sachen gemacht, also in Druckereien. Schon in der Lehre habe ich mich am liebsten in der Druckerei rumgetrieben und geguckt, wie es da genau funktioniert. Und hat meinen Berufsschullehrer genervt bis aufs Blut, weil ich alles genau, ganz genau wissen wollte. Die Erklärungen waren nie ausreichend. Seit 2001 betreibt Kirschbaum den lokalen Kopierladen in Langwitz und erlebt die wachsende Kreativität seiner Kunden. Wurden früher fast ausschließlich Geschenke für andere bedruckt, sind es heute Produktionen für die eigene Nutzung. Dabei gibt es für den Druck immer weniger Grenzen. Ich sag mal, alles, was flach genug ist und still hält. Zum Beispiel, ja, hier habe ich so einen Stein. Das ist ein Naturstein. Der ist nicht ganz weiß, aber am Ende kann das doch ganz schön aussehen. Viele Standardprodukte können sofort oder am gleichen Tag produziert werden. Bei ausgefallenen Ideen lohnt sich in jedem Fall eine Anfrage, denn es gibt Druckoptionen, die nicht offensiv kommuniziert werden. Wenn dann einer kommt hier mit Schlipper für sowieso und sagt, mach mir da ein Herz drauf, bitteschön. Aber ich habe keine Lust, die musste in die Preisliste reinhängen. Ne? Ja. Heinz-Josef Kirschbaum engagiert sich in seinem Kiez, liest regelmäßig bei einem sozialen Träger Märchen für Kinder und unterstützt künstlerische Projekte. Der bekannte weiche Kern unter der harten Schale. Naja, ich kann manchmal ein Brummbär sein. Da bin ich mir dann selbst im Weg, aber letzten Endes liebe ich meine Arbeit und liebe auch Probleme zu lösen. Eine automatische Lösung zur Reinigung der Kopie gibt es noch nicht. Geduld und Präzision sind auch hier gefragt, genau wie beim Bau durch den Lego-Profi Ralf. Und so strahlt die kleine Langwitzkirche in unmittelbarer Nähe zum 55 Meter hohen Original.